Folge 5. Hallo! Folge 5. Knospen, Knuspern, Chorus. Super, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Heute geht's um 3 Punkte. Zuerst Knospen. Das heißt, wir blühen auf, wieder Mai. Frühling! Ja, Sonne! Warmen uns ab und singen auch ein kleines Volkslied. Okay, andere Harmonien drin, aber ein Volkslied. Danach probieren wir mal aus, was aus dem Mund alles so rauskommen kann und was man sonst noch so mit dem Mund anstellen kann. Also alles so rein, geräuschetechnisch und klangtechnisch. Und als dritten Punkt gibt es heute natürlich auch noch etwas zu singen. Und zwar machen wir die Fortsetzung von dem Song, den wir in Folge 2 begonnen haben. Wir haben schon die Strophe und den Pre-Chorus gesungen. Heute kommt endlich der Chorus, Kehr, Freim, Refrain, wie immer ihr wollt. So, nun geht's aber los. So, mach dich bereit, wir schütteln uns. Ich bin auch bereit, so, da bin ich. Und jetzt geht's los. Erstmal die Finger schütteln, ja, schön schütteln, 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 hin und her, vor und zurück. Dann eine kleine Flatterbewegung, Flatterbewegung. Und jetzt die ganzen Hände hin und her schütteln, jawohl. Und den Kopf dazu, super Sache. Und übertreib ruhig ein wenig, ja, übertreib. Los, übertreib. Nun noch ein anständiger Gähner. Lass dir Zeit und reiß den Mund dabei so weit auf, wie du magst und wie es sich gut anfühlt. Hey, nicht einschlafen. Es geht los. Flapper an. Und schön durchhalten. Ja, da geht noch ein Stückchen. Und jetzt etwas Galaktisches mit Tönen. Yes, 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 yes. Und jetzt singen wir noch ein Lied. 2, 3, 4. Und zwar komm lieber Mai. Ja, die Sonne scheint. Bei mir auf dem Balkon, da wachsen die Blumen wie... Also es ist unfassbar. Und da dachte ich, was für eine tolle Gelegenheit und was für ein Anlass für... Chor in Dosen mal dieses Lied auszubuddeln. Die Melodie ist eigentlich genau die gleiche geblieben, wie sie vorher war, nur die Akkorde haben sich ein bisschen geändert und manchmal vielleicht ein ganz klein bisschen der Rhythmus. Und der eine fiese Ton, naja, der ist auch nicht mehr drin. Und ich würde sagen, ihr singt einfach mit, okay? Los, macht euch bereit. Es gibt 4 Takte Intro am Klavier. Mai und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen, einmal spazieren gehen, einmal spazieren gehen. Für Männerstimmen empfehle ich dieses Lied, 4 Halbtöne höher zu üben. Beim Chorverband Berlin erhaltet ihr außerdem die Klavierbegleitung für die Männerstimmen und auch für die Frauenstimmen. So, und jetzt wird's spaßig. Ich mache einfach ein paar Geräusche mit dem Mund und du machst sie bitte nach oder denkst dir selber tolle Sachen aus. Ich empfehle dir dafür, die Kopfhörer zu benutzen, damit du auch alles hören kannst. Viel Spaß! Boom.
Ja, haha, das hast du super gemacht. Jetzt drück einfach auf Pause und mach noch 5 Minuten einfach nur für dich Geräusche mit dem Mund. Trommel an dir rum und probiere, schnalze, schnippe, singe, atme ein, atme aus und boxe den Beat. Ja. So, heute gibt es endlich den Chorus Kehrfers Refrain von dem Dosensong. Der heißt eigentlich Und sing. Als wir uns das letzte Mal mit dem Lied beschäftigt hatten, war das Ende der Pre-Chorus. Und nun müsst ihr euren nächsten Ton finden. Das ist für den Sopran und für den Alt eine große Terz abwärts. Sowas wie bei Swing low, ba, ba. Und die Männerstimmen müssen eine große Sechste abwärts. Das ist zum Beispiel der Anfang von Nobody Knows the Trouble I've Seen. No, ba, du, du. Ihr holt euch natürlich euren Startton jetzt hier mit dem Teach Me ab. Ich würde sagen, wir legen los. Die 8 Takte des Refrains sollen die Welt umspannen, ein bisschen fröhlicher machen und mehr Zusammenhalt fördern. Hier noch ein paar Arbeitsschutzhinweise. Wenn euch das Ganze zu schnell geht, könnt ihr bei YouTube in den Einstellungen meistens das kleine Zahnrädchen oder die 3 Punkte das Abspieltempo verändern. Wollt ihr die Stelle nochmal hören, dann klickt einfach in der Videobeschreibung unten auf den Zeitcode, der euch interessiert und schon seid ihr wieder da. Wir starten mit dem Sopran, dann mit der Alt-1-Stimme, dann mit der Alt-2-Stimme, dann den Tenor und zum Schluss kommt, wer hätte es gedacht, der Bass. Das Playback startet 4 Takte vor dem Chorus und du bekommst in den 2 Takten vor dem Einsatz einen Einzähler. Auf dieser Reise, deren Weg du noch nicht kennst, gemeinsam nur 1, 2, 3, 4. Überall schenkst du Kraft, wenn du tanzt, wenn du lachst. Deine Stimme wird Teil des Ganzen. Überall auf der Welt klingt ein Lied, das erhält. Sei dabei, sing es laut und sing dich frei. Und noch eine Runde. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Überall schenkst du Kraft, wenn du tanzt, wenn du lachst. Deine Stimme wird Teil des Ganzen. Überall auf der Welt klingt ein Lied, das erhält. Sei dabei, sing es laut und sing dich frei. Oh ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Überall schenkst du Kraft, wenn du tanzt, wenn du lachst. Deine Stimme wird Teil des Ganzen. Überall auf der Welt klingt ein Lied, das erhält. Sei dabei, sing es laut und sing dich frei. Dieser Reise, deren Weg du noch nicht kennst. Gemeinsam nur eins, zwei, eins, zwei, drei, und sing. Duda, beduda, 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 ein Teil des Ganzen. Duda, beduda, 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 sing laut und sing dich frei. Let's do this. Eins, zwei, eins, zwei, drei, zieh. Du da, du da, du da, du da, du da, du da, ein Teil des Ganzen. Du da, du da, du da. Beduda, 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 sing laut und sing dich frei. Whoa, whoa. All together now. Auf dieser Reise,
Eins, zwei, eins, zwei, drei und zehn. Überall schenkst du Kraft, wenn du tanzt, wenn du lachst. Deine Stimme wird Teil des Ganzen. Überall auf der Welt klingt ein Lied, das erhält. Sei dabei, sing es laut und sing dich frei. Das hast du wirklich sehr präzise gemacht. Hat alles so geklappt, wie du wolltest? Im Zweifelsfall hörst du dir die Stelle einfach nochmal an und dann singst du beim nächsten Mal mit. Das war Folge Nummer 5 von Chor in Dosen. Medizin nach Noten vom Chordoktor Ilja Panzer. Präsentiert vom Chorverband Berlin. Am 29.05.2020 erscheint die nächste Folge von Chor in Dosen. Darin bekommst du den zweiten Strophenteil, den Pre-Chorus und den Chorus wiederholen wir. Und dann kommt auch die Bridge und ich glaube, das Lied ist dann fast fertig. Ich freue mich auf dich. Nee, diesmal gibt's kein Extra. Die nächste Folge kommt doch schon am 29.05.2020. Bleib gesund!